Wir befinden uns jetzt in Istanbul und ich stehe vor der Klinik von Dr. Serkan Aygin. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie so eine Haartransplantation abläuft. Auf geht's! Hallo, ich bin Jan Erik, 26 Jahre alt und ich bekomme eine Haartransplantation. Ich sitze jetzt hier neben dem lieben Janni und ja, du bekommst heute eine Haartransplantation. Vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, wie alt bist du und wann ging es bei dir los, dass dir die Haare ausgefallen sind? Ja, ich bin Jan Erik, 26 und bei mir fing das so vor 5 Jahren an, dass es immer weniger wurde obendrauf und ja, jetzt ist es zu viel, ne? Ist es erblich bedingt? Weil man hört das ja immer sehr oft so, dass denn der Vater das hat oder der Opa. Ja, bei meinem Vater eigentlich gar nicht so viel, also zumindest nicht so viel, bei meinem Opa schon eher, aber ja, kann ich gar nicht genau sagen. Und wie belastend ist das für dich? So mal ganz ehrlich, also ich habe dich jetzt die ganze Zeit nur so mit dem Käppi gesehen. Ist das schon so, wo du sagst, ey, das ist schon sehr, sehr nervig und das stört mich extrem? Ja, vor allem beim Fußball. Also ich spiele auch Fußball und wenn ich dann da halt laufe oder so, dann fliegt das dann einfach hoch. Das ist schon unangenehm, auch dann mit Kommentaren von außerhalb und so. Deshalb sind wir heute hier. Ich bin froh, dass du mit dabei bist. Wir begleiten dich heute komplett mit der Kamera, sind einfach dabei. Also du kannst wirklich alle Fragen stellen, fühl dich wohl, sag immer, wenn dich irgendwas stört oder so. Ne? Wir werden hier bestens betreut. Ich bin an deiner Seite, egal was kommt. Ich habe das Ganze schon mal durchgemacht. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, ist natürlich auch verlinkt in der Infobox. Und wir gehen jetzt mal zu unserem allerersten Gespräch. Das ist nur das Vorgespräch. Ich glaube, da wird nochmal Blut abgenommen. Da wird nochmal alles so ein bisschen erklärt für dich. Und darauf bin ich gespannt. Wir machen uns auf Weg. Janni, Marc Eggers, Haartransplantation 2022. Auf geht's. Was ich so cool finde, das wirkt hier gar nicht wie so eine Klinik, sondern echt wie so ein Hotel. Ja, die Leute sind hier, die Stimmung ist irgendwie gut. Man kann hier was trinken an der Bar und sich unterhalten. Hier sind auch überall irgendwie so Bilder und Kunstwerke. Also echt irgendwie ganz nice, weil ich bin auch so ein Typ, ich habe ja gar keinen Bock auf Operationen, mega Angst. Aber die wird dann hier tatsächlich genommen, weil es einfach eine schöne Atmosphäre ist. Jetzt geht's los, du wirst dich jetzt hier gleich so reinsetzen. Ich frage noch mal ganz kurz nach, was wird jetzt hier genau passieren? Es werden jetzt Aufnahmen gemacht vom Bereich, den wir implantieren werden. Wir machen jetzt vorher Aufnahmen und nachdem der Arzt die Haarlinie eingezeichnet hat, werden wir nochmals Aufnahmen machen. Und dann überlagern wir die und schauen uns die Fläche an, schauen uns den Bereich an, wie viel Grafts wir wo einsetzen können und die Haarqualität werden wir jetzt sehen. Das ist alles hier hochtechnologisch. Oder? Sieht schon aus wie so ein, wie nennt man das? MRT-mäßig? Es ist schon krass. Okay, Hightech. Setz dich hin. Das tut ja nicht weh. Nee. Nein. Alles gut. Jetzt wird einmal ganz kurz ein Bluttest gemacht, geguckt, dass unser lieber Janni auch noch fit ist, keine Krankheiten hat und das Ganze hier alles gut überstehen wird. Sicher, du bist kerngesund, mein Freund. Ich hoffe. Viel Spaß. Das filmen wir nicht, oder? Blut kann ich nicht sehen. Ich kipp nachher wieder um. Ja, komm, einmal rein kurz. Ah, da wäre ich schon raus. Jetzt sage ich mal, wie es ist. Pass mal auf. Ach, das ist nur Finger? Ja. Ja, weil ich bin schon mal umgekippt, als eine Praktikantin mir Blut abgenommen hat. Vom Stuhl so. Boop. Mit Kopf auf den Boden geklatscht. Ich kann nichts ab. Schlimm. Ah, ist schon fertig. Gut. Nichts gemerkt. Mann, wie ein Baum, ne? Wir haben jetzt mittlerweile den nächsten Tag. Es ist 7.15 Uhr morgens. Ja, der Bluttest wurde gemacht. Es ist alles gut. Er ist bereit. Es kann losgehen. Heute wird die Haartransplantation stattfinden. Oha, jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's los. Gibt es die Möglichkeit, dass man ihm selber die Haare abrasieren kann? Nein, nein. Nein? Nicht, nein. Das auch selber die Haare abrasieren, aber. Wie fühlst du dich? Ein bisschen nervös, aber ansonsten alles gut. Noch ein bisschen müde. Was wird jetzt noch passieren? Die Haare werden abrasiert natürlich, damit wir den Eingriff durchführen können. Ich glaube, er bekommt noch so ein Beruhigungsmittel. Nennen wir das Kind beim Namen. Er wird unter Drogen gesetzt. Für den einen oder anderen Partyfreund da draußen ganz normale Prozedur am Freitagabend. Aber hier wird es halt gemacht, bevor man die Transplantation bekommt. Man muss auch sagen, auch der Bereich, wo das jetzt gleich stattfindet, auch sehr schön. Ne? Alles ultra stylisch. Ja, wir sind gespannt. Unten dürfen wir natürlich nicht filmen. Ihr wisst, hier auf YouTube wird man natürlich gesperrt und wollen wir euch natürlich auch ersparen. So ein bisschen Blut ist ja schon zu sehen. Es soll nicht schmerzhaft sein, also man soll eigentlich nicht spüren. Der eine oder andere schläft dabei tatsächlich auch ein. Also ist mir auch zu Ohren gekommen. 8 Stunden aufgewacht, super perfekt geschlafen. Wie fühlt sich? Müde. Aber du bist richtig entspannt. Na, ich wäre wirklich so ein Typ, ich kenne mich. Safe, so nervös, ich hätte Angst und so. Nee, ich bin bei allem so. Entspannt, ne? Mhm. Weil das ist so gut im Leben, ehrlich. Ich habe das Gefühl, ich bin nervöser als er. Obwohl bei mir nichts passiert. Dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Wir erklären euch eure Medikamente und dann geht's auch schon zurück zum Hotel. Passt? Okay.
Okay. Super. Du wolltest noch was fragen? Für nach der OP? Nee, das hat sich, glaube ich, erledigt. Ah, okay. Ich stand gerade in dem FAQ drin. Gut. Was stand drin? 2 Wochen lang kein Alkohol. Ja, komm, dann lass nach Hause fahren jetzt. Das ist ja Quatsch, ne? Als ich meine Transplantation vor 3 Jahren gemacht habe, hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Nachergebnis geben wird. Volles Haar und ich bin 36. Die haben mir hinten alles rausgenommen, 25.000 Grafts, teilweise auch noch ein paar von der Arschbehaarung mit reingedrückt. Jetzt bin ich wieder gesund und frisch. Ich habe mir meine Nasenhaare transplantieren lassen. Guck mal, die sind gut nachgewachsen. Jetzt gibt's die Tablette, ne? Eine. Die sah sehr klein aus, ne? Später. Alles Gute, Digga. Komm mit 9 Haaren zurück. Ja. Viel Spaß beim Schlafen. Danke. Wink nochmal. Ich hoffe, die Zähne werden gut. Hey, ich hoffe auch, die Zähne werden gut. Ihr macht die Füße, ne? Wir dürfen natürlich nicht mitfilmen, aber werden gleich mal schauen, wie es ihnen geht. Wir machen die Kamera wieder an, dann ist die Prozedur zu Ende. Und dann fragen wir mal nach. Ich glaube, circa 8 Stunden dauert das Ganze jetzt. Wir sind sehr gespannt. Das Endergebnis sieht man natürlich erst in ein paar Monaten, aber das werden wir euch natürlich auch zeigen. So, nächster Tag und wie wir sehen, du lebst noch, dir geht es soweit gut, aber bevor wir jetzt gleich quatschen, wird jetzt erstmal der Verband abgenommen, es wird alles gereinigt, dann wird nochmal eine Nachuntersuchung gemacht und dann sehen wir beide uns wieder und dann kannst du einem erzählen, wie es dir geht, wie die Operation war, alle Fragen beantworten. Genau. Nur kurzes Feedback, alles gut? Zeig nur mit Daumen. Mir geht's super. In 2 Wochen darf er das erste Bier wieder trinken. Also, wir sehen uns gleich wieder, nachdem der Verband ab ist und dann quatschen wir mal und ich bin sehr gespannt, was du uns zu berichten hast. Bis gleich. Jetzt nochmal zur Nachbesprechung. Er hat jetzt gerade nochmal so eine Laserbehandlung bekommen, damit das Ganze besser verheilt. Auch gut, das gab es beim letzten Mal, als wir hier waren, noch nicht. Sehr, sehr nice. Und jetzt wird nochmal einmal besprochen, ob alles gut ist. Man guckt sich das Ganze nochmal an, gibt nochmal ein paar Informationen jetzt mit, damit man weiß, wie lange darf man keine Mütze tragen, wie lange darf man keinen Sport machen, wie lange dauert es, bis es final verheilt. Diese Fragen werden jetzt alle noch geklärt. So, Jan, das ist dein Zertifikat. Da steht jetzt noch mal detailliert drauf, wie viele Grafts von wo entnommen worden sind und wie viele wo eingesetzt wurden. Der nächste Tag ist angebrochen, die Operation ist erledigt als allererstes. Hattest du Schmerzen? Wie hat es sich angefühlt? Ich glaube, du warst insgesamt 8 Stunden auf diesem Behandlungstisch. Was ist deine Meinung? Also Schmerzen hatte ich nicht. Das Einzige, was ein bisschen schmerzhaft war, waren die Spritzen. Im Prinzip, dass ich so lange am Rücken liegen musste. Aber ansonsten war es halt echt angenehm. Konntest du pennen ein bisschen? Tatsächlich, ja. Ja? Ja. Okay, also man hat ja, glaube ich, so eine Beruhigungstablette bekommen, dann noch so ein bisschen dämmerschlafmäßig. Okay, aber die Spritzen für diese Betäubung, das war das Einzige, was dir so am Ende wehgetan hat? Es war unangenehm, aber es war jetzt auch kein richtiger Schmerz. Es war halt kurz. Und dann war es wieder vorbei. Das Ganze wird sich natürlich jetzt zeigen in den nächsten Monaten. Ihr werdet natürlich auch das Endergebnis sehen. Also nach circa 6 Monaten kann man schon mal sehen, wie sieht das Ganze aus. Das Endergebnis gibt es dann nach 12 Monaten. Werden wir natürlich auch die Kamera draufhalten. Jetzt so wirklich komplett ehrliches Feedback, deine Meinung. Wir waren jetzt auch tatsächlich nur 3 Tage hier. Also wir sind angereist, am nächsten Tag erste Untersuchung. Da wurde die Haarlinie eingezeichnet. Dann war die Operation. Heute ist sogar schon der Abreisetag. Da wurde nochmal alles gesäubert. Da war die Lasertherapie noch kurz mit dabei. Nochmal das Nachgespräch. Haben wir euch alles mit eingeblendet. Also ne, das geht wirklich tatsächlich alles in Kürze und die Klinik kümmert sich auch um alles. Also die Flüge, Hotel, Shuttle, also da kann ich von meiner Seite sagen, ich bin jetzt das 2. Mal hier. Ich finde, wir wurden wirklich bestmöglichst betreut, aber du bist ja die entscheidende Person. Wie war es für dich? Ich muss sagen, vom Service und allem drumherum war es halt top. Man wurde hier aufgenommen, man hat sich immer sicher gefühlt, einem wurde alles erklärt und von der Behandlung an sich, ja, kann ich auch nichts Schlechtes sagen, auf jeden Fall. Müssen wir jetzt nur noch das Endergebnis abwarten, was hier auch noch ganz cool ist. Egal aus welchem Land ihr kommt, egal welche Sprache ihr sprecht, hier ist eigentlich immer jemand da, der dolmetschen kann. Also ihr kriegt wirklich eine Person an eurer Seite, die euch die ganze Zeit betreut auf eurer Muttersprache und euch da tatsächlich hilft. Eine wirklich super nette Betreuung, wo dann Leute halt kommen und euch die ganze Zeit zur Seite stehen. Das finde ich, wäre mir persönlich auch besonders wichtig. Und was wir gerade nochmal gelernt haben, ist die Nachbehandlung, die Vorsorge. Also dazu, glaube ich, gibt es auch nochmal so ein komplett extra Video, weil nur weil jetzt Haare neu implantiert wurden,
worden sind, heißt es nicht, dass die anderen Haare geschützt sind und nicht gleichzeitig ausfallen könnten in den nächsten Jahren und dann steht man irgendwann wieder da. Das ist jetzt die erste Behandlung. Wir gucken uns das Ergebnis an, ob man sagt, vielleicht soll die Haarlinie noch ein bisschen weiter nach unten gemacht werden. Es kommt immer darauf an, wie viel Spenderhaar man tatsächlich zur Verfügung hat. So oft kann man dann auch im Endeffekt noch mal eine Haartransplantation machen. Ich glaube, bis zu maximal dreimal ist das Ganze halt möglich, weil sonst hat man irgendwann auch kahle Stellen im Hinterkopf, im Spenderbereich und das ist natürlich auch nicht optimal. Aber so wie es jetzt aussieht, glaube ich, wird es ein sehr, sehr nices Endergebnis. Ich schnipp's jetzt mit den Finger. Das ist ein super toller Trick und dann sind 12 Monate vergangen oder 6, je nachdem, weil wie viele Monate sind vergangen, egal. Und dann sehen wir das Endergebnis. Wir sitzen zwar nicht hier, sondern irgendwo wahrscheinlich im besten Fall in Köln mit einem Bier in der Hand, weil das darfst du dann wieder trinken und dann seht ihr das Endergebnis. 3, 2, 1. Freunde, was geht ab? Wir haben es mittlerweile ein Jahr später. Also heute ist der 4. Januar 2024. Also ein Jahr und ein Monat, roundabout. Wir waren im Dezember da, wie schnell die Zeit vergeht. Aber man kann es sehr gut sehen, das ist jetzt wirklich das finale Endergebnis. Wir blenden es euch natürlich auch nochmal parallel ein. Aber wie zufrieden bist du? Weil ich glaube, das ist der wichtigste Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Bist du happy? Bist du zufrieden? Also für mich sieht es sehr, sehr voll aus. Wenn man das nochmal vergleicht, Vorher-Nachher-Effekt ist schon crazy. Ja, das stimmt. Also ich bin mega zufrieden. Also ich hätte mir das auch so nicht vorgestellt tatsächlich und das größte Kompliment ist halt, dass es natürlich aussieht. Ne? Wie war die Zeit für dich jetzt? Also es war jetzt circa ein Jahr. Wann würdest du sagen, hattest du dieses Endergebnis? Also wir haben jetzt wirklich mal komplett ein Jahr gewartet, aber ab wann war es so, dass du sagst, ey, jetzt ist alles perfekt, jetzt habe ich die Haare in voller Fülle wieder? Ja, so wie auch die Ärzte es gesagt haben, nach einem halben Jahr hatte ich halt wieder Haare, dass ich die so machen konnte und ich würde sagen, nach 9 Monaten war es halt so wie jetzt. Ja, super. An dieser Stelle natürlich ein dickes Dankeschön an die gesamte Klinik von Dr. Serkan Aygin. Wenn ihr auch mal Bock habt auf eine Haartransplantation, checkt unbedingt den Link unten in der Infobox. Schaut euch das Ganze an. Wie gesagt, wir wurden echt gut beraten. Ich muss sagen, ich war jetzt schon das zweite Mal da. Einmal mit dir und einmal mit dem Alexander. Beide Ergebnisse waren super. Beide Jungs waren mehr als zufrieden. Daher von mir eine absolute Empfehlung. Wir wurden da immer gut aufgenommen. Checkt es ab. Man kann es einfach hier sehen. Ich glaube, das ist auch immer so wichtig bei diesen Videos, weil es dauert halt immer so ein Jahr. Und jetzt hat man einfach mal den direkten Vorher-Nachher-Effekt. Konntet ihr euch mal anschauen. Also, erster Link unten in der Infobox. Mein Gast gehört das letzte Wort. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke an die Haarklinik. Und ich hoffe, wenn ihr da draußen auch die Probleme habt, kann die Haarklinik Dr. Serkan Aygin euch helfen. Ja, ich danke natürlich Marc vor allem, aber auch allen in der Klinik. Ja, bin mega happy, wie gesagt. Dankeschön.